Bitte, was wünschen Sie? Ich möchte zu General Yepanchin. Der General empfängt heute nicht. Ich bin ein Verwandter. Stimmt das? Ja, Fürst Mischkin. Wirklich? Fürst Mischkin? Persönlich? Person. Sind Sie wirklich Fürst Mischkin? Kein Mensch will es mir glauben, dass ich es bin. Wo haben Sie das Porträt? Wo hat es gelegen? Es lag dort. Das Gesicht ist so ausdrucksvoll. Eine verworfene Frau. Ich verachte sie. Sie sieht sehr unglücklich aus. Sie kennen Nastassja Philippowna? Ich kenne sie nicht. Was wissen Sie von ihm? Sie ist ein Mensch, der bestimmt sehr unglücklich ist. Dass du Unglück hattest, weiß ich. Du hast dich gewundert, dass sie dir damals vorschlug, so ohne weiteres deine Frau zu werden. Du weißt doch, als ich dich zum ersten Mal sah, wollte ich auch keine andere. Darin sind er und ich uns gleich. Ich habe dich so genommen, wie du warst, und wenn du willst, heiraten will. Du hast mich ja gekauft. Heute sage ich Ihnen einmal die Wahrheit über Sie. Sie sind der unglücklichste Mensch der Welt. Was? Und der ärmste zugleich. Und Sie müssten es bleiben, wenn ich nicht gekommen wäre. Fürst, bitte lassen Sie mich Ihr Glück machen. Wovon sprechen Sie? Ich habe keine Wechsel im Umlauf. Aber erst seit 2 Stunden nicht mehr. Mehr habe ich nicht zu sagen. Hier müsste man Sie ohrfeigen. Auspeitschen! Man müsste diesem Frauenzimmer verbieten, hier einzukommen. Nun bin ich aus der Schweiz zurückgekommen, um mitzuhelfen bei diesem Werk der Nächstenliebe. Doch was finde ich? Habgier und Selbstsucht. Und Lüge! Jawohl! Wollt ihr es vielleicht bestreiten? Wisst ihr, wie dünn das Eis ist, auf welchem ihr euch bewegt? Welche Katastrophe euch bevorsteht? Sie sind die ärmste Frau, die ich kenne. Warum arm? Mit diesem Reichtum? Sie wissen, ich habe Sie von Anfang an durchschaut. Lachen Sie ruhig weiter. Jedes Lachen von Ihnen klingt wie ein Hilferuf. Mich können Sie nicht täuschen. Warum verfolgst du sie? Was willst du? Ich will nichts von ihr, das weißt du genau. Warum kommst du dann hierher? Ich habe Mitleid mit ihr, Parfum. Ich will diese Frau haben. Das kommt auf ein Angebot an. Warum verbirgt sich die Sonne? Warum sind die Felder verödet? Warum nur ist die Freude verbannt? Warum sind die Menschen nicht glücklich? Warum nur haben sich die Menschen nicht mehr lieb?